Bei uns Herr Kauch, der Berichterstatter für Schwulen- und Lesbenpolitik der FDP-Bundestagsfraktion. Herr Kauch, das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden, die Benachteiligung Homosexueller bei der Erbschaftssteuer ist verfassungswidrig. Was bedeutet das? Also wir haben als FDP-Bundestagsfraktion immer die Position vertreten, dass wer gleiche Pflichten hat, auch gleiche Rechte haben muss und dass das sich eigentlich auch aus dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes ergibt. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute bestätigt. Wer eben als eingetragener Lebenspartner Hinterbliebener ist und erbt, der soll eben jetzt nur die gleiche Steuer zahlen, wie es Ehegatten tun. Das Gericht argumentiert, dass das geltende Recht die Privilegierung der Ehe nicht vom Vorhandensein gemeinsamer Kinder abhängig macht. Was ist die Konsequenz daraus? Also die Konsequenz ist ganz eindeutig. Wir hatten schon bei den Koalitionsverhandlungen vereinbart, dass die steuerliche Diskriminierung eingetragener Lebenspartnerschaften abgebaut werden soll. Und für uns als FDP bedeutete das immer auch ganz klar die Einkommensteuer. Und wenn eben das Verfassungsgericht jetzt erneut sagt, dass das Vorhandensein von Kindern nicht entscheidend für die steuerliche Behandlung ist, dann muss das auch für die Einkommensteuer gelten. Das bedeutet, wir werden jetzt Gespräche führen müssen mit dem Koalitionspartner, dass man eben auch im Einkommensteuerrecht die Gleichstellung herbeiführt. Bedeutet das, das Ehegattensplitting ist nicht mehr zeitgemäß? Darum geht es nicht. Es geht um die Frage, ob, wenn das Ehegattensplitting besteht, dies eben auch für eingetragene Lebenspartner angewandt wird, sprich, dass sie sich zusammen veranlagen können. Wir haben als Koalition bereits in diesem Jahr die Gleichstellung bei Erbschaftssteuer und Grunderwerbsteuer vereinbart im Kabinett. Und das ist ganz klar die logische Konsequenz, dass das dann auch bei der Einkommensteuer passieren muss. Wie steht die FDP-Bundestagsfraktion zum Thema Öffnung der Ehe? Also, wenn man sozusagen von vorn beginnen würde, die Diskussion, dann wäre das möglicherweise eine gute Lösung, weil das würde vieles vereinfachen, denn dann wäre sozusagen das Recht automatisch identisch. Nun ist man historisch in Deutschland einen anderen Weg gegangen über die eingetragene Lebenspartnerschaft. Das ist ein Weg, der sich jetzt bewährt hat, weil wir jetzt bald bei gleichen Rechten und gleichen Pflichten sind. Und dann ist es letztendlich nur eine Frage des Namens. Darüber kann die Gesellschaft in der Zukunft nochmal diskutieren. Es hat dann aber keine politische Auswirkung. Entscheidend ist für uns die Gleichberechtigung. Was sagen Sie zur Forderung von Grünen und Linken zum Thema Ergänzung von Artikel 3 des Grundgesetzes um sexuelle Identität? Also die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes hat ja eins deutlich gemacht. Man kann die Gleichstellung für eingetragene Lebenspartner aus dem ersten Absatz von Artikel 3 ableiten, das heißt aus dem bestehenden Artikel. Und wir als FDP-Bundestagsfraktion haben immer gesagt, wir gehen an das Grundgesetz dann ran, wenn es etwas materiell verändert und nicht nur rein Symbolpolitik ist. Das Verfassungsgericht hat gezeigt, es geht auch mit Artikel 1, das heißt für die Gleichstellung ist eine Grundgesetzänderung nicht erforderlich. Vielen Dank.